Jetzt aber mal zu einem wirklich wichtigen Thema: Saufen. Ja, in Deutschland eine hochemotionale Angelegenheit. Die Linkspartei regt jetzt im Entwurf zu ihrem Wahlprogramm an, Alkoholwerbung zu verbieten. Dafür gab es gerade einen fetten Shitstorm für diese Idee. Die Bild am Sonntag warnt schon vor der Entmündigung des Bürgers. Und das passiert übrigens jedes Mal, wenn der uneingeschränkte Zugang zum Lieblingsgift der Deutschen irgendwie eingeschränkt werden soll. Denn Bier ist ein deutsches Kulturgut. Jeden Tag 2, 3 Weizenbier, die müssen einfach sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schnauzekauder! Kulturgut, ich glaub's ja nicht. Kultur. Jeden Tag, ich wusste das auch nicht, sterben 40 Deutsche an den Folgen von Alkohol. Jeden Tag. Die Gesamtschäden des Saufens kosten uns 60 Milliarden im Jahr. Uns alle. Deswegen macht man sich's auch ein bisschen einfach, wenn man sagt, jeder darf sich doch so oft totsaufen, wie er will. Ne? Seit fast 2 Jahren sitzt eine Arbeitsgruppe des Bundestages an der Frage, wie könnte man den Alkoholkonsum in Deutschland reduzieren? Gute Frage. Problem, die Alkoholindustrie nimmt, Überraschung, im Bundestag offenbar massiv Einfluss. Die Formulierung, der Verkauf von Alkohol an Tankstellen und in Supermärkten wird beschränkt, wurde gestrichen. Der Bundesverband der deutschen Spirituosenindustrie schreibt dem Wirtschaftsministerium. Er freut sich, Zitat, dass einige Kritikpunkte offenbar aufgegriffen wurden. Wie nett, dass die sich freuen. Kurze Nachfrage, seit wann dürfen die Dealer mitreden, wenn es um Drogengesetze geht? In keinem westlichen Industrieland ist Alkohol so rund um die Uhr verfügbar und so billig wie bei uns. Und nur 3 Sachen würden wirklich was ändern, sagen Suchtexperten. Preise hoch, weniger Werbung und Verfügbarkeit einschränken. Trotzdem ist die Politik für ein entschiedenes Prost weiter so. Wäre das nicht ein Thema für die Grünen? Ich freue mich drüber, wenn junge, engagierte Menschen heute sich für Bier interessieren. Ich ziehe meine Frage zurück. Ja. Ja. Ja, keiner will eine Spaßbremse sein. Ne? Ja, da kommt dann sofort ein Freiheitsbegriff ins Spiel und wie gesagt, ein sehr emotionales Thema. Im Grunde wie das Tempolimit. Ne? Dann heißt es, oh, jetzt wollen Sie mal noch das Saufen nehmen. Dann sehe ich ja, wie meine Frau wirklich aussieht. Ne? So ein Argument von vielen. Außerdem kann man das Ganze natürlich auch als Standortvorteil für Deutschland betrachten. Trinktechnisch sind wir im Vergleich mit anderen Ländern ganz weit vorne. Hier habe ich doch früher immer meinen Kindern vorgelesen. Kennen Sie das? Oh, wie voll ist Germany. Ganz, ganz tolles Buch. Ich lese mal kurz was vor. Hier. Eines Tages beschlossen der Bierbär und sein Freund, der kleine besoffene Tiger, komm, wir machen eine Weltreise. Denn hier zu Hause ist ja alles voller Leergut und Kotze. Auf nach Schweden. Aber da war es arschkalt und der Sprit so teuer, dass die beiden sich zusammen nur ein Bier kaufen konnten. Scheiß Schweden, sagte der Bierbär und erschoss vor Wut einen Elch. Weiter ging's nach Frankreich. Aber da kriegt man nachts an der Tanke gar keinen Alkohol mehr. Dann nicht, blöde Froschfresser. Fahren wir halt in die Türkei. Dort wurden der Bär und der Tiger furchtbar zusammengeschlagen, weil man sie für Journalisten hielt. Andere Geschichte. Jetzt reicht's, sagte der kleine besoffene Tiger. Ich will zurück nach Germany. Denn nur in Deutschland kriegt man immer und überall billig Alkohol. Was, Bierbär? Aber der Bierbär konnte ihn nicht mehr hören, denn der war inzwischen an Leberzirrhose verreckt. Ende!